Mahlzeit, Leute, Knochen wieder hier. Willkommen zur 48. Ausgabe auf meinem Weg zu 1 Million Gold. Mir geht's ein bisschen besser jetzt. Bin immer noch ein bisschen krank, aber ist auch egal. Einfach nicht rummeckern hier. Ich werde jetzt erstmal die restlichen Sachen von gestern reinstellen. Das heißt, Sachen, die ich hier noch in meiner Bank eingelagert hatte und was ich gestern eingesammelt hatte, wie zum Beispiel das Methylerz. Ich habe überlegt, ob ich Barren draus mache. Ich glaube, die sind noch weniger wert. Sicher bin ich mir nicht. Ich könnte ja 50-50 machen, aber. Ich glaube, mit dem Erz, das würde ich eher loswerden, falls der Preis überhaupt noch stimmt, so wie er da eben angezeigt wurde, 349 pro Stück. Und ich hatte ja gestern Unmengen Rohstoff geflippt. Das heißt, irgendwo habe ich ja auch noch einen Fünferstapel gerade rausgenommen. Den sie hier ist er. Rohstoff, ja, 2,34 ist der Preis, den ich, also war bei 34 Silber und jetzt ist er auf 2,34. Ich guck mal, ob was verkauft wurde. Das ganze Imperium wurde verkauft. Mein Postfach ist voll. Ich hoffe, dass nichts auslief. So, Imperium verkauft. Das ist eine gute Sache. Das sind wirklich. Ich hatte ja auch Unmengen Imperium. Teufelsstahl. Der Teufelsstahlbarren ist auch endlich weg. Also das Reinstellen hat sich noch gelohnt. Chaoskristall und was hier nicht alles zurückkommt. Jojojoj. Okay. Nehme ich erstmal alles entgegen. Das heißt, wird ein schöner Betrag jetzt werden. Ich hatte wirklich auch Unmengen ausgegeben. Das war ja lächerlich. Also ich habe den ganzen Runenstoff aufgekauft, wirklich, ich habe den Markt sozusagen zurückgesetzt. Ich weiß nicht, wie er jetzt steht. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass ich nichts verkauft habe. Könnte ich mir vorstellen. Es war einfach nur aus Jux, sage ich mal, habe ich die Kohle verballert. Und wir können ja mal eben gucken. Ich habe ja sowieso noch einen Fünferstapel und ich hatte auch Fünferstapel drin. So, jetzt will ich meine Fünferstapel nicht mieten. Und wir gucken mal, ob es wieder im Silberbereich ist oder ob es immer noch im Goldbereich ist. Es ist wieder im Silberbereich. Die Leute sind doch krank. Die Leute sind so kaputt in der Birne. Warum stellen sie das in diesen Betrag rein? Wenn ich doch schon zurückgesetzt habe. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich einfach nicht. Und ich habe immer noch Unmengen Stapel. Ich habe, so wie das aussieht, habe ich davon echt nichts verkauft. Ich glaube, ich habe nichts verkauft davon. Ich habe ja auch gekauft bis 50 Silber. Ich meine, es ist schon höher jetzt wieder, ne? Aber, das ist doch lächerlich. Das ist wirklich lächerlich. Jetzt will ich die aber nicht auch noch aufkaufen, weil dann habe ich bald tausende Stapel drin. Wirklich tausende Stapel. Ne? Obwohl das ist jetzt übertrieben. Aber da sind schon hunderte Stapel hier, aber tausende einzelne Stoffe. Ne? Hier 33 A200, das muss man sich mal zusammenrechnen. Oder hier 31 A100. Da kommen wir auf 3100 Stoffe. Ne? Und das ist einfach unmenschlich viel, sage ich mal. Ich werde trotzdem bei meinem Betrag bleiben hier. Ich glaube aber nicht, dass ich das verkaufen werde. Ich glaube, das Experiment ist nicht geglückt. Da müsste ich, wie gesagt, die hier oben alle aufkaufen. Und da habe ich gar keine Lust zu. Die Frage ist auch, kauft das überhaupt noch einer? Braucht das, wie viel braucht man davon noch, ne? So, jetzt habe ich natürlich ein Problem. Ich habe so viel aufgekauft. Das heißt, wenn es gar nicht läuft, müsste ich günstiger sein als alle anderen und dieselben Stapelgrößen anbieten. Und davon müsste ich mir theoretisch erstmal einen Screenshot machen. Mache ich sogar mal jetzt. Damit ich weiß, für wie viel, Stapel ich davon drin hatte, ne? So, den Fünfer stellen wir trotzdem rein. Und zwar, oh, hier, ne? Da mal fünf. Einfach mal rein. Ist vollkommen egal. So, dann habe ich Chaoskristall. Das muss jetzt auch weg. 16 Stück. Stimmt, 5 hatte ich mal verkauft. 220. Und dann kommt 262. 263. 1 Stack A30. Werde ich jetzt nicht aufkaufen. Ich gehe einfach hier mit rein irgendwo. Ich glaube, für meine hatte ich 188. Die waren ja unheimlich günstig. Ich gehe also hier mit rein. 262 mache ich 3x5 und dann habe ich noch einen einzelnen. Wo ist er? Da. So, rein damit. Dann habe ich dann noch die Leylichtsplitter. Die müssen natürlich auch weg. Wie viele? 8A1 und dann 20R84. Ich habe weitaus weniger bezahlt, das weiß ich. Entschuldigung. Ich weiß aber nicht mehr, wie viel ich bezahlt hatte. Einfach rein. Aber ich glaube, ich war schon im 60er-Bereich. Gut, die sind drin. Jetzt gucke ich erstmal, ob noch mehr verkauft wurde oder ob noch mehr zurückkam. Ich glaube, es ist viel verkauft, viel zurückgekommen, weil. Ach ne, hier geht es noch weiter. Noch mehr Imperium. Imperium, 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 Imperium. Da die auch unheimlich viel aufgekauft. Achso,
Ne, doch, stimmt. Was war da? Noch mehr Imperium. Das ganze Imperium, also das geht immer weg. Ich glaube, ich werde auch irgendwann nur noch das flippen. Weil, da können wir sicher sein, dass ich auch loswerde. Okay, wir liegen wieder bei über 30.000. Ich muss natürlich jetzt auch aufpassen, was ich flippe, denn ansonsten drehe ich mich einfach nur im Kreis hier und verdiene ja nichts. Und wenn ich nichts verdiene, dann lohnt sich das, glaube ich, auch nicht, denn so kriegt man, glaube ich, keine Million zusammen. Habe ich eigentlich Adamantitbarren noch drin? Ich habe so viel Erz, aber ich glaube, die Barren sind weg, oder? Ach, hier habe ich noch eine Formel verkauft, okay. Also hier habe ich keine Adamantitbarren drin. Müsste ich kurz warten, denn ich weiß nicht. Ja, der ganze Stoff, das ist so viel Stoff. Schade, es hätte klappen können. Hier Kobaltbarren. Ich habe noch Kobalterz irgendwo gehabt. Das habe ich aber jetzt eingelagert. Aber ist okay. Kann ich noch schnell fertig machen dann. So, die haben wir auch rein hier. Gut. Blutgranate, auch ganz schön gefallen im Preis. Ich sollte mich mal für bestimmte Tage oder auf bestimmte Tage konzentrieren, wo ich vielleicht nur Sachen für Raids oder so fertig mache. Diese leichte Fehler, die wollen wir eigentlich gar nicht anbieten. Das ist wirklich. Das ist im Kupferbereich. Ich sehe selten Sachen, die wirklich im Kupferbereich angeboten werden, aber das ist ja wirklich Wahnsinn hier. Auch hier, 3 Silber, okay, kann wahrscheinlich ein Preis von mir gewesen sein. Die Steinchen auch noch rein hier. So, ich gehe nochmal zum Postfach. Okay, das ist Großbärenfleisch. Ich muss gucken, ich habe hier Tigerfleisch. Wenn das nicht verkauft wird, dann werde ich das beim Händler, ich sag mal, entsorgen. Tigerfleisch, okay. Das Tigerfleisch geht jetzt weg, denn da habe ich nichts mehr von. Das wird verkauft dann. Ich habe das jetzt schon so oft zurückbekommen, dass, wenn ich es verkaufe, der Preis ist einfach so niedrig, ich werde es nicht mehr los. Und dasselbe werde ich auch mit diesem eigenartigen Fleisch, da wird es genauso laufen. Das werde ich wohl auch nicht mehr anbieten. So, jetzt werde ich erstmal schnell Backen fertig machen. Ich glaube, das Erz. Obwohl. Ich weiß es nicht. Müsste ich natürlich mal eben schauen. So. Ne, hier. Adamantitbarren. Da haben wir schon. So. Lohnt sich überhaupt nicht. Das heißt, ich werde doch das Erz reinstellen. Aber wenn die Barren nur einen Wert von, ich sag mal, 9, 8, bzw. 12 haben, jetzt muss ich natürlich mal kurz gucken, wo das Erz liegt. Liegt beim selben. Was? Was? Das liegt beim. Das hat denselben Preis. Also eigentlich denselben Preis. Und ich muss jetzt da irgendwie unterbieten. Das ist doch total. Blöd. Okay, mal 50er Stapel erstmal. Das ist ja richtig blöd. Ich hätte nicht gedacht, dass der Preis wirklich so brutal fällt, sag ich mal. 2x4, dann sind die auch weg. Also das ist heftig. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ein normaler Diesel, das muss auch wieder rein. Ich bin ja eigentlich erschüttert fast schon, ne? So, ich habe hier auch noch welche drin. Okay, wurde nicht doll unterboten. Nehme ich einfach so mit hier. Mal haben 5er und 2er. So, diesen Teufelslotus, ich glaube, den werde ich auch nicht mehr los. Auch so wirklich so ein schlechter Preis eigentlich. Choriumerz auch noch mal rein. Ich mache es jetzt ja ein bisschen durcheinander, ich weiß, aber
Ich guck halt, was könnte gehen, und flippen werde ich heute, glaube ich, nicht viel, denn ich habe so viel geflippt, dass ich wahrscheinlich nichts verdiene. Oh, oh, erstklassiger Malertrank da. Hier, Sachen sind verkauft. Hallo, was ist denn das? Jetzt konnte ich es nicht so schnell sehen. Naja, gut. Okay, aber wir haben ein paar Tausend eingenommen. Das sind 34.000. Ich habe gesehen, das waren Mana-Tränke und noch mehr Astralheiltränke. Da kann man auch gleich mal gucken, wo die jetzt stehen. So, ich habe jetzt nichts weiter da zurückbekommen. Okay, ich werde mein restliches Kobalterz. Das sind 5, 29 Barren habe ich noch. Das heißt, wir kommen auf 34 Barren und da kann ich 5er Stapel machen und noch 2 Zweier. Mit dem Gold wird es auch super schwierig. Ich krieg das Golderz einfach nicht weg. Ich krieg das nicht verkauft und das macht mich fuchsig. Das nervt mich. Also wirklich tierisch. So, wo liegen die Tränke denn heute? Ich entschuldige mich, dass ich so husten muss, aber ich kann das echt nicht ändern. Also habt Nachsicht, danke. Astralheiltrank. So. 187, ich liege bei 250. Ich lasse die so drin. Eigentlich müssten die heute auslaufen. Obwohl, das steht sehr lang, dann habe ich die erst wieder reingestellt. Ja, auch gut. Ich lasse sie drin, in der Hoffnung, dass ich sie auch loswerde. Sagen wir die 21er Stapel, 1-2er, 1-20er, 1-1-1, 4-10er. Und dann kommen meine schon. Das heißt, das könnte dann funktionieren, solange jetzt nicht irgendwer da noch tonnenweise reinstellt. Müsste man mal schauen, also ich mache mir da jetzt erstmal keinen Kopf. So, und jetzt würde es halt daran gehen, den Rest hier wieder zu verkaufen. So, hier habe ich noch 15 Astralwinde zurückbekommen. Stelle ich in 5er Stapeln rein. 3, 5. Und das wäre es dann eigentlich auch hier schon wieder gewesen. Ich werde heute, wie gesagt, nichts flippen. Denn ich habe einfach zu viel schon geflippt. Und bin froh, dass ich jetzt wieder auf 45 bin. Das ist ja fast schon 1000 Gold pro Episode hier. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Die Kobalt waren sich auch nichts mehr fertig. Boah. So. Upp. Zwei Vierer noch mit rein. Was? 4-2er. Nee, 2-2. Was? 2-2. So, machen Sie ihn, ja. Und, ja. Ich habe so viel von diesen Albtraumranken hier. Albtraumranken. Einfach nochmal. Ich hab's echt viel. Ich mach mal 8-15er und dann, keine Ahnung, mal gucken, was er übrig bleibt. 8-15. Wird offensichtlich auch nicht so gebraucht, von daher schwierig anzubieten, ne? Ich kann nochmal 15er, mach ich die auch fertig hier, dann ist mir das Wurst. So, und jetzt mache ich noch 4er. 4. Ja, also bevor ich hier noch weiter alles kaputt huste, es wäre es erstmal gewesen, ich haue den Rest hier rein, auch wenn ich es nicht loswerde. Golderz würde ich wahrscheinlich dann auch irgendwie, ich weiß nicht, verkaufen. So will ich es eigentlich nicht, aber es bringt ja hier jetzt nichts. Ich werde es einfach nicht los, ich habe schon so oft reingestellt. Die anderen Sachen werde ich mit Sicherheit noch los. Hier so ein schwarzer Diamant, oh, hat sogar ein bisschen Wert. Das ist von gestern aus im Schwarzfeld. So, hat einen Wert von 3,48. Bei mir war es zuletzt für 3,49 angezeigt. Ich stelle das rein für den Betrag. Ja, ansonsten gibt es hier eigentlich auch nicht mehr allzu viel zu erzählen. Ich bin fertig hier. Morgen werde ich wahrscheinlich wieder eine normale Runde spielen. Und ich hoffe, dass ich irgendwann mal wieder komplett fit bin hier, weil das nervt mich tierisch. Diesen Rumgehuste und Geschniefe und alles. Und ach, naja. Also, das zieht sich schon seit 10 Tagen so hin und das nervt. Aber ich sage mal trotzdem danke fürs Zuschauen. Mir lasst ein Abo, wenn ich wieder fitter bin, bin ich wahrscheinlich auch wieder ein bisschen
voller Elan oder mehr, hab mehr Elan als jetzt. Ich komme mir auch selber vor. Ich höre ja, dass ich so kurz vorm Einschlafen bin hier irgendwie. Ja, danke fürs Zuschauen. Könnt ein Abo hinterlassen. Tut euch nicht weh, würde mir helfen. Und viel Spaß noch beim Zocken. Wir sehen uns dann bei der 49. Episode demnächst. Und ja, bis denn dann, ne? Ciao, ciao.